Der Patient, der in dem neuen Herzkatheterlabor behandelt wird, hat einen langen Leidensweg hinter sich. Er wurde wegen eines Herzinfarkts stationär aufgenommen und hat bereits einen Herzschrittmacher implantiert. Da er auch unter Vorhofflimmern leidet, muss er starke Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen. Das führt aber zu der Gefahr von Blutungen. Um gegen das Vorhofflimmern vorzugehen, gleichzeitig aber die Medikamentendosis für die Blutverdünnung zu reduzieren, wird ihm jetzt ein sogenannter Okluder eingesetzt, der das Vorhofohr abdichtet. Professor Ibrahim Akin, der das Herzkatheterlabor leitet, hat das noch relativ neue Verfahren bereits mehrfach angewendet. Bei der Therapie handelt es sich um eine moderne Form der Therapie der Schlaganfallprophylaxe bei Patienten mit Vorhofflimmern. Vorgesehen ist bei diesen Patienten das sogenannte linke Vorhofohr. Das ist ein Überbleibsel in der Entwicklung, in der Embryogenese des Menschen, dessen Funktion noch nicht ganz klar geklärt ist, bei dem wir aber wissen, dass über 94% der Blutgerinnsel bei Patienten mit Vorhofflimmern in diesem Areal sitzen. Bei dieser Therapie haben wir vor, dieses Areal mit einem Okluder, mit einem Stöpsel auszuschalten. Und so sieht ein solcher Okluder aus, der das Vorhofohr abdichten soll. Ein Teil unseres Herzens, der nur wenig bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine Ausstülpung des linken Vorhofs, so wie hier oben dargestellt. Die Funktion dieses sogenannten Vorhofohrs ist bis dato nicht letzten Endes geklärt. Wir wissen aber, dass gerade dieses Areal, sprich die Ausstülpung des linken Vorhofohrs, dazu führt, dass das Blut dort eben mehr oder weniger steht. Und das begünstigt die Entwicklung von Blutgerinnselentwicklungen, die dann bei Patienten mit Vorhofflimmern sich lösen können und von dort dann in den Kreislauf, vorzugsweise in die Hirngefäße, losgelöst werden können. Und dort den gefürchteten Schlaganfall auslösen können. Das will man mit dem Abdichten des Vorhofohres verhindern. Dazu wird der Okluder über einen Schnitt in der Leiste des Patienten mit dem Herzkatheter an das Vorhofohr gebracht und dort entfaltet. Zuerst sieht man die dunkle Wolke des eingespritzten Kontrastmittels und dann den kleinen Schirm, der das Vorhofohr künftig abdichten soll. Professor Akin zieht noch mehrmals an dem Okluder, um sicherzustellen, dass er seine Funktion einwandfrei erfüllt. Bei dem schwierigen Eingriff setzt Professor Akin aber auch darauf, dass er in dem neuen Herzkatheterlabor unter besten Bedingungen arbeiten kann. Die beiden neuen Herzkatheterlabore, die wir hier bekommen haben, sind auf den neuesten, modernsten Stand gebracht. Zum einen mit einer deutlich reduzierten Strahlendosis natürlich, was sowohl für den Patienten als auch für den Untersucher von Relevanz ist. Unabhängig davon haben wir eine deutlich bessere Bildauflösung, aber auch eine Integrierung moderner Untersuchungsverfahren, die aktuell in den nationalen, aber auch in den internationalen Leitlinien empfohlen werden, was einfach die Untersuchungsabläufe deutlich vereinfacht und auch für den Patienten mit einer deutlichen Sicherheit einhergeht. Nach dem Eingriff kommt der Patient auf die Intensivstation der Universitätsmedizin Mannheim, die nach den modernsten Gesichtspunkten neu aufgestellt wurde. Eine Ultraschalluntersuchung vor Ort ist genauso selbstverständlich wie der ständige Kontakt zu den behandelnden Ärzten oder eine zentrale Überwachung aller Einheiten. Das ist etwa eine Stunde lang, dieser Zeitraum dort. Und wenn der Patient dann wieder wach ist und schlucken und sicher atmen kann, wird er hier auf unsere Telemetriestation gebracht. Hier kann dann eine weitere Überwachung an unserem Monitorsystem erfolgen. Hier können dann alle lebenswichtigen Funktionen des Patienten gut überwacht werden. Der Patient hat ein Modul bestehend aus einer EKG-Überwachung und einer Sauerstoffsättigungsüberwachung direkt am Körper. Die Daten dieser Überwachung werden dann per WLAN direkt in unseren Stationsstützpunkt übertragen und gleichzeitig auch auf ein Smartphone, das jeder Stationsarzt bei sich trägt, sodass Alarme direkt den Arzt erreichen können. Der Dreiklang Katheterlabor oder Operationssaal, Intensivstation und Überwachungsstation gilt inzwischen für alle Patienten, die zu einem schwierigen Eingriff in die Universitätsmedizin Mannheim kommen.